Ich mach euch jetzt neidisch, oh oh. Ich mach euch mal neidisch, oh oh. Wir sind hier in der Nähe der Phi Island. Das liegt in Thailand. Das liegt im Süden Thailand. Das liegt in der Nähe von Phi. Und schaut euch das da mal an. Ist das nicht geil? Ich gehe auch mal ein bisschen schneller, damit ihr noch was von der Ecke habt. Ich hoffe, wir mal hier ruhig halten können. Ja, Beach. So stellt man sich das vor im Urlaub in Thailand. Eine super mega affengeil. Ja, relativ hier gar nicht mal so viele Leute. Auf Phi ein bisschen mehr. Aber schon ziemlich geil. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Schaut euch mal die geilen Bräute an. Wie ich die mal alle gerne da sehen wir auch nochmal eine hübsche Badenixe im Bikini rumliegen. Sehr, sehr geil. Ich hatte, dass wir da mal nicht den Fokus drauf kriegen würden. Generell zu sagen, Temperatur, schwer zu sagen. Kann ich gar nicht mal so richtig. Jetzt sind wir nochmal hier rum. Ah, sieht ja traumhaft aus, oder? Wirklich so mega super geil. Und das geht hier um die Ecke auch gleich weiter. Kann man auch snorkeln, wie man will. Und hier gibt es auch sogar noch so ein bisschen, ich würde schon sagen, jetzt Strandhütten. Wahrscheinlich, wo auch Toilette und Dusche und sowas ist. Eigentlich will ich da hinten mal hin, um zu sehen, was da um die Ecke kommt. Ich hoffe, ich kriege das alles innerhalb von 4 Minuten, weil sonst mache ich das Video aus. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, Phi. Leider nicht so lange, 3 Tage, auch nur Bootstrip, den ich jetzt gerade mache. Sehr cool, etwas überlaufen von Touristen, gerade in der High Season. High Season geht ungefähr von November bis Februar, März. Mann, das dauert hier. Wunderschöner Strand. Wunderschöner Strand. Und vor allen Dingen auch richtig geiles Wasser. Allerdings, Minuspunkt könnte man fast sagen, das Wasser ist ziemlich warm. Es ist wirklich warm. Und von daher auch nicht so richtig abkühlend. Phi, Höhepunkt ist bestimmt das Thai-Boxing. Habe ich gestern gesehen, Thai-Boxing. Sehr lustig. Entertainment am Strand abends, so partymäßig, ist auch nicht schlecht. So wird so ein so Seilspringen mit Feuer. Auch für Touristen. Habe ich natürlich gleich mitgemacht und mir einen Shot abgeholt. Was gibt's noch zu sagen? Ein Viewpoint, der mega ist. Ein mega geiles Picture habe ich da gemacht. Wirklich cool. So, jetzt geht's auch los. Ist immer so lustig. Die Chinesen mit ihren nicht schwimmenden Angelegenheiten. So, 4 Minuten. Und ich bin immer noch im Laufen. Was mich jetzt ein klein wenig nervt. Ja, wahrscheinlich ist es immer dasselbe. Laufen, 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 laufen. Und man sieht nie irgendwie richtig, dass da dringend darum war. Sollen wir mal ein bisschen sprinten? Nee, komm, wir laufen hier mal und dann geht's einmal nach links. Schwenk und dann. Ja. Hier wahrscheinlich, wo die etwas luxuriösen Boote. Shit. Gucken wir doch mal jetzt hier. Nach dem Linksschwenk. Ja, lass mal das mal gewesen sein. Da hinten geht's dann weiter. Da gehe ich einfach mal lang. Hier so quasi Wälder am Meer. Oh. Mega geil. Und nochmal auf den glatzköpfigen Kameramann zeigen. Hallo, wie
geht es dir? Es ist ziemlich sonnig, deswegen muss ich meine Augen zukneifen. Alles klar. Bis dann. Ich hab euch lieb. Gabt euch wohl. Und tschüss. Okay.